Und damit herzlich willkommen zurück zu die Wild Aid. Ja, ich habe mich mal jetzt so ein bisschen auf der Karte noch ein bisschen umgeschaut und ich weiß nicht, wo wir hingehen sollen. Absolut nicht. Von noch irgendwelche Optionen haben, wo wir was finden können. Weil hier ist ja auch noch eine Riesenfläche, die haben wir noch nicht gesehen. Wir könnten mal in den Bunker noch mal reingucken, wir könnten hier oben lang gehen. Ich gucke gerade, ob man irgendwelche Dinge auf der Karte erkennt. Das sind Hügel. Da waren wir auch schon, das sind auch Lagerfeuer. Habe jetzt mal so die Nacht über, sozusagen, nicht geschlafen. Ich habe einfach Escape gedrückt, weil ich mal für kleine Kinder musste. Ja, hier ist nichts mehr. Das heißt, da oben kann nur was sein. Wir müssen den ganzen Weg zurücklatschen. Bis da oben hin. Da muss irgendwas sein, sonst gehen wir ein bisschen im Umland rum. Kann nicht wahr sein. Vielleicht nehmen wir diesen Punkt hier mit. Den hier. Ja, komm, wir packen das hier ein. Einpacken und gehen. Auch wenn jetzt der Schneesturm kommt, hauen wir mal ab hier. Ich werde mir jetzt noch so eine Konserve reinknuspern. Ich gehe mal zum Bunker. Denn wir haben doch irgendwo im Bunker so eine scheiß Hasenfalle aufgebaut. Kann das sein? Weiche Satan. Aua. So, hier gehen sie auf jeden Fall schon mal nicht hin. Wo habe ich denn die Maske, packen wir auch weg. Da ist der kleine Hase reingelaufen. Hier noch so ein Ding. Lock. Die haben wir in so einem. Ne, da ist nichts reingelaufen. Die haben wir in so einem. Genau, die haben wir da hingestellt. Schade eigentlich. Die Fallen ausgelöst worden. Kann das sein? Läuft jetzt gerade ungern rein. Ich pack jetzt mal eben den Helm weg. Schutz gegen Strahlung. Was hat er denn? Dann machen wir das mal so. Sieht ein bisschen ulkig aus jetzt gerade. Oh, sieht ein bisschen ulkig aus. Schutz gegen Schaulung ist aber ganz gut. Den packen wir hier rein. Und die Konserve nehmen wir mit. Eben kurz hier noch Heilkräuter machen. Und mache ich mir noch so einen Stock, weil meiner einen ja kaputt geht, der langsam. Lieber ein Stock als ja nichts. Unsere Ausrüstung. Oh, die macht sich noch. 2 Meter, sie machen uns auf dem Weg woanders hin. Es war im Sch. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Was kannst du denn da angreifen? Mitnehmen, ja. Die Heilkräuter könnte man mitnehmen, weil wir gleich Platz hätten für von der Konserve aus. Die nehmen wir auch mit. Jetzt weiß ich auch, wie man Erz herstellt. Gott sei Dank. Das haben wir durch. Müssen wir jetzt. Gehe ich jetzt hier dieses Viereck noch da erkunden? Ein bisschen schnell. Jetzt sollte man nicht so viel sprinten, sondern jetzt mal vielleicht die Ausdauer noch auslaufen, falls mal irgendwas kommt. Da könnten wir noch rüber. Aber hier gibt es auch noch einen riesen Berg, ne, und eine riesen Schlucht. Also nichts Interessantes. Ich muss sagen, was interessant wird, dann wenn wir weiterkommen. Wo ist die nächste Feuerstelle? Da oben durch ist eine.
kommen wir noch so weit. Könnte knapp werden. Können wir einen Schritt schneller laufen. Oh, könnte ganz gut klappen. Na, unsere Schuhe und so auch langsam Probleme. Entweder müsste man zwei Werkbänke aufbauen, wenn ich kann ja so noch eine bauen, dass man wirklich an mehreren Stellen eine aufbaut. Unten an der Station und hier oben irgendwo so langsam. Ja, die Konserve knallen wir uns rein. Schmelz umbauen, ich brauche auch nicht. Ja, wir brauchen das Zelt. Hier, die Werkbank, die können wir uns aufbauen. Wir bauen einfach mal eben alles auf. Oh, ich hab gar keinen Punkt mehr da rein, okay. Ja, und ist natürlich auch normal, ne? Und so ein bisschen Holz. Sollte auch so langsam kaputt gehen. Ja, dann fängt's an. Also vielleicht noch einigermaßen platt kriegen. Hier nimmst du den. Ja. Hopp. Gut gegangen. Da füllen wir das schon mal aus. Brauchen wir noch eine Axt, eine neue. Und eventuell gleich schon neue Schuhe. Ja. Denn die alten sind so langsam abgelaufen. Packen wir. Ob es sich lohnt, weiß ich nicht. Doch, da oben sind Steine. Können wir auch mal auffüllen. Frag mich, wie viele Heilsalben kann ich mitnehmen? Voll. Achte ist das oberste wieder. Aber ich habe hier noch Medibag. Den will ich auch voll machen. Ah, komm, das ist eine erhöhte Sammel. Erhöht die Menge an Holz, die du sammeln kannst. Okay. Ja. Dann wäre vielleicht Erz wichtiger, weil man Holz sowieso eigentlich ganz gut kriegt. Nein! Gib her. Einpacken. Und dann machen wir uns mal auf den Weg da oben nochmal hin. Was ich mich frage, kann man das denn nicht aktivieren oder so? Oder ist es vielleicht offen? Und ich habe es jetzt gar nicht gemerkt. Weil ich nur gesehen habe, ah, zu, gehst du mal nicht weiter. Dumm. Das war sorry, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen dumm im Kopf. Jetzt mal ernsthaft, Machete. Ist ja mal voll geil. Komm ich irgendwie vielleicht. Mal Grott des Norden, dann packen wir vielleicht mal eben die Schuhe weg. So. Schmeiß die mal da hin. Ich will die Machete haben. So. Medikit. Tschüss. Guck doch mal so durch hier. Die Machete war übelst geil. Oh, hallo Freund. Alter,
Ernsthaft? Was war das? Du kommst aber nicht jetzt raus, ne? Ich geh doch da nicht nochmal rein. Hast du Arsch offen? Ich glaube, ich baue mal kurz den Unterschlupf auf. Wir auch noch. Guck mal, das kostet bereits gebaut. Achso, kann man nur eins bauen. Okay, schade. Im Ernsthaft, was war das da gerade drin? Ich will ja eigentlich nochmal rein, ne? Aber damit? Was the fuck war das? Der steht direkt an der Tür jetzt, ne? Wow. Chill, Bruder, chill. Aber gerade nicht viel Damage gemacht, ne? Ein und schlagen aus. Was war das? Was war das für ein Viech? Ohne Jux. Was war es? Ich komme da jetzt gar nicht mehr rein, richtig. Meine ganzen Sachen, die Machete. Alter, das Viech, ne? Gerade schon ein bisschen zugesetzt. Aber so zwei Hits oder so. Ich wusste, wie gesagt, wusste gar nicht, was das war. Ja, ist es jetzt weggegangen oder nicht? Ich laufe da jetzt sowieso hin wegen in den Klamotten. Also erstmal keine Wahl. Ich zeige dir mal ein bisschen Holz mit, vielleicht fürs Anfeuern schon mal. Einen guten Weg habe ich eigentlich schon mal relativ. Ich kann zwischendurch ja schon mal ein paar Feuer setzen oder so, aber weglaufen kann ich auf jeden Fall schon mal schneller. Schräg rüber. Das war doch einfach nur ein Werwolf oder so ein Scheiß. Also, irgendwie sowas muss das gewesen sein. Dann müssen wir jetzt hier rüber. Aufgetaut ist, dann verschwinden wir rüber. Weil Sachen hätte ich gerne wieder. Aber was da gerade drin war, war nicht gerade feierlich. Handlungsgegenstände haben wir nicht abgeschlossen, haben wir. Statistiken. 10-mal ja mal gestorben. Schon abgesehen. Wenn wir so schräg gehen, dann kommen wir da passend hin. Ärgerlich. Das kann ich sag schon, Kollege, grüß dich, ne? Der liegt da tot so in das Skelett rum. Und ich da so, nö. Erstmal reinstiefeln. Jackpot. Was dann?
Achso, die Sachen sind jetzt. Ah, die sind jetzt hier drin, okay. Oh, ist das Ding genau davor oder was? Oh. Aber ich sehe es nicht. Kann ich da mal rein? Du da so ein bisschen bleiben gerade? Ich würde gleich vielleicht ein paar Fallen hier auch stellen. Wie wär's denn damit? So mit uns beiden Süßen. Ah, da liegt noch was. Pilze. Da liegt die Machete noch. Die liegt da oben drin. Die hängt jetzt da toll drinne. Hat natürlich was mit dem Kollegen da drinne. So, Fleisch auf Hütte schmeißen. Ist natürlich geil. Okay, nochmal Unterschlupf bauen. Ich würde ja hier auch gerade absolut gerne speichern, was glaube ich auch ganz, ganz gut wäre. So eine Truhe noch aufstellen hier. Können wir schon mal 80 Holz hier reinpacken. Nimm das Holz. Steine in der Nähe sind. Hier. Zack. Fallen aufbauen. Gleich direkt da rein. Fallen. Wir räumen ein bisschen auf. Können natürlich auch unsere Generatoren den ganzen Scheiße hier reinpacken, ne? Zwei Punkte, wow. Defense. Rucksackplatz. Ne, wir machen das hier. Was willst du? Komm her. Na ja, komm. Komm doch her. Wolf. Ach, dann nicht. Langeweiler. Ach, guck mal. Jetzt kommst du, ne? Tschüss. Am Arsch mit dir.
jetzt eingepackt. Schon sagen. Ne, da essen wir jetzt hier den Kinderriegel hier. Angespitzter Knochen. Den könnte man die auch behalten, ne? Zum Schirmesser. Klauen der Tiere. Und das ist natürlich geil. Ah, das hat er da unten. Ah, alles klar. Okay, ich sag nichts, wo es ist. Schau mal ein bisschen was hier drauf. Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Fallen. Der Kollege soll da richtig Schaden drin nehmen. Weil ich nicht weiß, was es ist. Reichen. Arsch, war gleich irgendwas Mutant, sonst da war Strahlung definitiv Atommüll. Ich hätte auch gleich schon fast denken können, dass irgendwie sowas da drin ist. Ist mein gebackener Pilz da ernsthaft runtergerast? Okay. Magenverstimmung. Ja, nicht lustig. Ich wollte X drücken. Ich mal eben. Steine noch krieg. Jetzt ein paar Fallen bauen können. Oh. Ja, mein Zugreifen hier. Voll hier. Oh, die gehen auch kaputt. Natürlich miese Brise. Na egal. Ja, durchkloppen. Bitte das Ding da oben platt ist. Jawohl. Das machen wir noch so. Oder Fleisch aufs Grill, dann, dann. Und wir brauchen eine neue Spitzhacke. Und noch drei neue Fallen. 1, 2, 3. Dankeschön. Keine Ahnung, wo du das wieder hingepackt hast. Und die ist jetzt auch im Arsch. Wie gesagt, ach, Holz habe ich hier gerade noch ein bisschen. Gleich mal gucken, dass wir diesen Mutanten ein bisschen platt machen. Ich tue gleich speichern einmal. Und dann sehen wir gleich, gucken, was wir hier daraus machen können. 8 Fallen, würde ich sagen, dass sie reichen. Ich will hoffen, dass der Plan funktioniert, den ich vorhabe. Darum, ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Es war halt eine kleine Farmfolge, schon mal eine kleine Vorbereitung fürs nächste Mal hier. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Flash-LP und ciao, ciao.